Die große Hilfsbereitschaft der umliegenden Landwirte, sie war auch heute wieder gefordert. Hat super funktioniert, die Leute sind gut durchorganisiert. Innerhalb von, sag ich mal, 5 Minuten haben sie 6 Autos rausgezogen. Ein Träger nach dem anderen, hat alles super geklappt. Aufbruch auch im 6 Kilometer entfernten Beesdorf. Tausende Fans mussten außerhalb Wackens campen. Marie Dammann hatte 150 von ihnen bei sich aufgenommen. Es waren ein paar Tage, aber man hat sich doch dran gewöhnt und jetzt ist die Stille ungewohnt. Ja, Marie und Udo haben uns hier aufgenommen, das ist unglaublich. Diese Gastfreundschaft und Herzlichkeit hier im Norden ist unglaublich. Wegen des schlechten Wetters mussten 20.000 draußen bleiben. Die Kritik am Krisenmanagement der Veranstalter deshalb groß. Das muss man alles einmal zusammentragen, dann evaluieren, wie es heißt. Und dann muss man die hoffentlich richtigen Schlüsse draus ziehen und Konzepte entweder anpassen, umstellen oder komplett neue Konzepte entwickeln. Die 60.000, die dabei waren, ließen sich die Stimmung nicht vermiesen. Super. Anstrengend mit dem Matsch, aber insgesamt hat es Spaß gemacht. Und den Matsch muss man auch mal erlebt haben. Im Resümee, sehr gut. Wir sehen uns auf nächstes Jahr wieder hier. Steht schon fest. Ja, hoffen wir mal, dass wir Karten kriegen heute Abend. Dann würden wir wieder fahren. Bei der Anreise noch Stress und Stau. Bei der Abreise alles ganz entspannt. Nach Angaben der Veranstalter waren nur noch 10% der Campingflächen besetzt. Denn die große Abreisewelle war gestern. Tausende Fans traten Samstagvormittag die Rückreise an. Zu viel Matsch, weil heute Abend soll es wieder regnen. Und dann, wenn wir da erst morgen fahren, da kommen wir nicht weg. Der Transporter muss wieder zurück, leider. Dafür mussten wir eben auf ein paar Bands verzichten. Aber bevor wir hier ganz stehen bleiben, haben wir gedacht, jetzt geht's los. Das hat uns als Polizei ziemlich überrascht. Wir hätten nicht mit so einem guten Verlauf gerechnet, aber das zeichnet sich dann auch auf der Straße so ab, dass der Verkehr fließend ist, man gut aus dem Ort wegkommt und die Heimreise antreten kann. Das Wacken Open Air 2023 wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben.